Heute habe ich eine Limited Edition von M&M's. Und zwar Peanut und Hazelnut. Also die normalen Erdnüsse und Haselnuss. Klang so abgefahren, ich wollte die unbedingt ausprobieren. Und Dime steht nichts drauf, aber irgendwie so Nugget-Dinger. Habe ich beides bei World of Sweets bestellt. Aber die gab es vorher noch nicht, oder? Mit Haselnuss. Die normalen, die, ich glaube, naja, die roten ohne Nuss drin. Irgendwie ist das so, halt die wie Smarties schmecken, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber die mit Erdnuss, die liebe ich so. Okay, das ist immer gut. Ich überlege gerade, ob das doch, da steht Deutsch. Ich hatte kurz überlegt, ob das ein Import ist. Große Erdnuss oder kleine Haselnuss? Halbe Erdnuss. Ich kaufe die nicht oft, aber ich kaufe die immer dann bei Aldi. Das sind viel billiger und schmecken genauso gut. Ist ja geil. Schmeckt. Entschuldigung. Schmeckt richtig gut. Ah. Jetzt ohne Scheiß, die schmecken wie Milka-Schokolade, halt diese mit Nüssen, oder wie Ferrero-Küsschen. Der Geschmack ist richtig gerade im Kopf drin so. Aber das kannte ich, glaube ich, vorher noch nicht. Dragierte Haselnüsse. Sind richtig, richtig gut. Was soll wie die Erdnuss? Die würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Die sind richtig lecker. Ist eine kleine Haselnuss. Sehr geil. Hab so lange kein Dime mehr gegessen. Aber ich liebe das Zeug hier. Aber steht nur Dime. Ja, das war nicht gut.
Geil. Ich weiß gar nicht, ob mir die besser gefallen als die normalen. Bei normalen ist es, glaube ich, so ein Bonbonpapier, oder? Oder auch so eine Bonbonform, ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist wahrscheinlich mehr Schokolade drum. Aber die Füllung ist halt das Geile. Ich weiß noch, als Kind habe ich immer diese Füllung, die Schokolade irgendwie so weggelutscht, sodass nur noch dieser Krokant übrig blieb. Finde ich auch geil. Gut. Keine Ahnung, ob es sie noch gibt. Ich habe wieder so lange gewartet, bis ich die probiert habe. Richtig, richtig, richtig gut. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Video.